Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Und wir sind, ihr seht es mit Sicherheit, auf der Galgenberg. Ja, nach dem Stream ist vor dem Stream, oder sagen wir es mal andersherum, das erste Video nach dem Stream. Folge Nummer 40, ein Video von der Galgenberg. Also ihr braucht euch keine Sorgen machen, es geht weiter und zwar mit Feldarbeit. Wir sind im November, 13.57 Uhr, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Und zwar haben wir jetzt erstmal alle Felder soweit abgearbeitet, abgeerntet und jetzt wird es Zeit, dass wir so ein bisschen die Felder auf den Winter vorbereiten, die Felder soweit vorbereiten, damit wir dann im nächsten Monat wieder dann loslegen können mit Aussaat und natürlich den Erträgen. So, hier müssen wir noch ein bisschen kalken. Das ist ja unser neues Feld, das wir gekauft haben. Sudele. Das ist unser neues Feld, das wir gekauft haben. Und da haben wir, ich glaube, Soja geerntet. Und der Klaas ist jetzt hier vorne unterwegs, wird das Ganze ein bisschen eingrubbern hier, den Kalk. Und anschließend möchte ich hier auf jeden Fall nochmal mit der Gülle, mit dem Güllefass rüber. Und es ist wieder hier einiges los auf der Map, denn während wir hier mit unserem Lindtrag zurück zum Hof fahren und dem Kalk, werden wir da vorne sehen, dass der Fendt bereits unterwegs ist und das Feld hier vorne pflügt. Unser Maisfeld, auf dem wir ja gehäckselt haben, das muss jetzt gepflügt werden. Und wo treibt er sich rum? Wo treibt er sich rum? Ich glaube, da vorne wendet er gerade. Und hier müssen wir noch ein kleines bisschen Hand anlegen, noch ein bisschen arbeiten hier an den Feldrändern. Das gefällt mir noch gar nicht so. So, da ist er doch. Da vorne ist er unterwegs. Der Fendt und pflügt das Maisfeld und bereitet es soweit vor. Und dann schauen wir mal weiter, ob wir noch was machen. Übrigens machen, ich glaube, wir werden jetzt dann doch dieses Feld hier behalten. Ich hatte ja damit geliebäugelt, weil es ist ja so ein bisschen hier verfressen und so weiter. Irgendwas passt ja nicht, aber ich habe mir jetzt gedacht, wir werden das Feld jetzt dann doch anpassen, ein bisschen hier bearbeiten mit den Texturen, ein bisschen einkasteln sozusagen. Denn wenn wir hier nämlich mal drauf gucken, dann ist das halt einfach eines von diesen Feldern, die auch wirklich richtig gut sind mit 125. Also ich glaube, das Feld sollten wir behalten. Ansonsten liebäugle ich natürlich hier mit 18. Die hat 114 und dann werden wir uns noch die 14 irgendwann kaufen, damit das stimmig wird. Interessanterweise ist ja hier die 17 so zwischendrin, zwischen zur 19, irgendwie ganz, ganz schlecht, ne? Hier zwischen den anderen Feldern. Aber nun gut, auch da werden wir uns früher oder später, denke ich, darum kümmern. Jetzt, wie gesagt, die 19 wird gepflügt. Die 15 wird gegrubbert, die 18 wird dann im nächsten Jahr gekauft. Was ist denn da eigentlich drauf im Moment? Was ist denn da im Moment drauf? Augenblick. Raps, denke ich, oder? Da wird Raps drauf sein. Okay, okay, dann können wir uns das überlegen, auf jeden Fall im nächsten Monat zu kaufen. So, was machen wir mit der 86? Vielleicht hier ein Stoppelsturz oder was? Aber da war Soja drauf. Brauchen wir eigentlich keinen Stoppelsturz machen. Nee, ich glaube, wir werden das Ganze erstmal bei Gelegenheit hier im Winter bearbeiten. Jo, denke ich mir, dass wir dann das Feld dann doch erstmal hier die Feldränder hier sauber machen, weil da stimmt ja einiges nicht. Das seht ihr hier. Also hier geht ja der Feldrand bis an den Weg und das passt nicht so richtig dahin. Okay, so, also der Fendt ist unterwegs, der Klaas ist unterwegs und ich denke, wir werden uns jetzt gleich den Warrior schnappen, um dann eben auf dem Feld die Gülle auszubringen. So, jetzt sieht man wieder hier ganz schlecht, aber es passt soweit. Und ich muss mal gucken, wie es mit den anderen Feldern aussieht. Da bin ich jetzt gar nicht mal so richtig auf dem Laufenden. Ich glaube, da drüben wächst Unkraut auf dem Feld. Da hatten wir ja auch meines Wissens Mais drauf. Ich bin mir jetzt aber gar nicht mal so sicher. Hatten wir hier Mais drauf? Ich glaube, das müssen wir auch pflügen, oder? Nee, hier haben wir einen Stoppelsturz gemacht. Das ist richtig. Hier haben wir Stoppelsturz gemacht. Denn hier hatten wir was drauf? Weizen. Okay, alles klar, natürlich. So, also dann lassen wir das jetzt auch erstmal soweit gut sein und fahren erstmal zum Hof und bringen hier den Kalker, den Kalkstreuer erstmal zurück. Und dann müssen wir mal schauen, ja, jede Menge so ein bisschen Kleinarbeit. Wir könnten auch ein bisschen was verkaufen, denn wenn ich richtig weiß, ist in unserem Warenlager alles voll mit Mehl. Und da könnten wir natürlich ein bisschen was abstoßen.
So, wir fahren hier rum. Und dann müssen wir auch mal schauen, wie es mit der Milch aussieht und mit der Miste und ähnlichem. Also da heißt wieder mal jede Menge Yogi-like Micromanagement hier auf der Galgenberg. Und der Schieber steht auch noch rum. Den müssten wir auch mal bei Gelegenheit wegbringen. So, der Lindtrag muss auch mal getankt werden, so wie es aussieht. Und Gülle von den Schweinchen sollten wir auch holen für unsere BGA. Also es ist immer was hier zu tun auf der Galgenberg und deswegen wird es auch weiterhin natürlich Folgen geben. Also das Projekt möchte ich nun wirklich nicht ad acta legen. So, der ist voll und schon sind wir angedotzt. Bisschen früher einschlagen. Achso, ich habe ja auch die Allradlenkung drin. Jetzt nehmen wir ein bisschen eine andere Geschichte. So, Dele. Okay. So, jetzt muss ich mal überlegen, wie machen wir weiter? Ich denke, wir schnappen uns, wie gesagt, den Warrior und werden jetzt... Läuft denn die BGA? Haben wir denn Silage in der BGA? Ich glaube, wir haben Silage in der BGA, natürlich. Dann könnten wir auf jeden Fall mal eine Ladung holen, damit die BGA weiterläuft und wir auch ein bisschen Einnahmen haben. Dann holen wir mal ein bisschen Silage aus unserem... Ah, jetzt muss ich wieder überlegen, komme ich da überhaupt rum? Aus unserem Silo. Ja, so geht es. So, Gerät befüllen. Und zwar, was haben wir hier? Haben wir doch die Silage, 112.000. Dann packen wir doch was in unsere BGA, damit die was zu tun hat und Gärreste produziert, damit wir düngen können. So, Dule. Jo, und weiter geht's. Jep. Und... Wie ihr es dann eben vielleicht mittlerweile auch festgestellt habt. Also das Live-Projekt, das Stream-Projekt, die Galgenberg ist jetzt erstmal als Videoprojekt jetzt, ich sage mal, abgestuft worden. Was jetzt aber keine Wertung sein soll. Denn in der Zwischenzeit spielen wir die Alteiche, die Map vom Kalle. Und das Projekt haben wir jetzt eben im Livestream dienstags und freitags. Und die Galgenberg wird weitergespielt, aber in Videofolgen. So. Dann können wir das Ganze hier abgehängt. Achso, stopp. Nee, wir müssen den... Doch, da kommen wir mit dem Fass vorbei. Das passt schon. Da kommen wir doch mit dem Fass vorbei. Wo ist es? Da hinten ist es. Sehr schön. Es ist fast alles da, wo es sein sollte. Und da fällt mir auch gerade ein, wir können natürlich erst einmal hier voll machen und im Zweifel, wenn es nicht reicht... haben wir natürlich dann noch Material, Gülle, bei den Schweinchen, die jetzt direkt nebendran sind. Das passt dann ideal. So, jetzt erstmal hier durch. Und bitte einmal auffüllen mit Gärresten und dann geht's los aufs Feld. Dann werden wir ein bisschen vordüngen. Ich mache das immer gerne. Kleines bisschen vordüngen, sodass wir auf 50, 60 schon mal kommen. Damit wir dann nicht ganz so viel vom Kunstdünger brauchen. Und das Material muss ja auch irgendwie verteilt werden, nicht wahr? So. Sehr schön. Ja, wir sind im November, das heißt jetzt noch ein bisschen Micromanagement, sich um die Tiere kümmern und dann langsam aber sicher Dezember, Januar natürlich dann konzentrieren auf BGA, auf die Silage, die wir ja eingebunkert haben. Ich denke fast 300.000, denn wir haben ja auch noch ein paar Ballen. Und dann natürlich verkaufen unsere Waren, die wir haben, Käse, Butter... Dann natürlich auch das Mehl und verschiedene andere Dinge, die wir dann dementsprechend zu Geld machen. Und dann bin ich mir relativ sicher, sind wir wieder sehr, sehr potent und können natürlich dann im neuen Jahr wieder
in Wachstum investieren, das heißt dann nochmal in Felder und vielleicht auch mal in das ein oder andere Gerät, das jetzt dann doch vielleicht mal langsam erneuert werden muss. Aber lassen wir uns mal überraschen. Wir haben ja jetzt erstmal im letzten Stream nochmal einen Häcksler gekauft und jetzt haben wir eine schöne, ein kleines, ich sag mal, ein Fendt-Halle mit einem Fendt-Häcksler und mit einem Fendt-Drescher. Und da müssen wir mal schauen, vielleicht bietet es sich ja an oder so, dass wir den Fendt, also den Drescher, nochmal eine Nummer größer kriegen. So, Dele, wir sind da. Wie sieht's aus? Ist der Kollege mit dem Grubbern da hinten fast fertig? Sehr schön. Dann schauen wir mal, dass wir da reinkommen. Und er ist hier am Pflügen. Wunderbar, wunderbar, wunderschön. So, wo ist er denn? Okay. Ich glaube, da helfe ich ihm jetzt ein kleines bisschen. Genau, und da müssen wir auch mal gucken, wie es denn hier aussieht bezüglich... Aber ich glaube, Schweinefutter, da haben die Tierchen sind versorgt, meines Wissens. So, Dele, das Feld ist soweit durch. So, wir wollen mal nicht beim Nachbarn aufs Feld fahren. Und der Plan ist ja eigentlich, das Nachbarfeld zu kaufen, um dann eventuell hier dann noch einen Weg zu basteln, damit wir etwas besser zum Füttern. Weil das große Problem ist ja wirklich, dass wir da eigentlich gar nicht so viel Platz haben. So, dann parken wir den jetzt erstmal hier am Feldrand. So, Vorsicht, da vorne hat es dann ein, hat's Wasser. Motor aus. Motor wieder an. Und dann wollen wir hier mal anfangen zu düngen, düngen, düngen. Die Umweltbewertung ist ja relativ gut für das Feld, also da brauchen wir uns keine Sorgen machen, aber die Bodenbearbeitung. So, rückwärts ran. Ja, also das passt ja. Und auf der rechten Seite sieht man diese kleine Wasserstelle. Ja, da muss man aufpassen, nicht, dass man da reinfährt. So, Dele. Jetzt überlege ich gerade, haben wir da eigentlich dieses System da für die Düngeausbringung? Das müsste doch irgendwo so ein gelber Kasten sein, oder? Ich bin gerade am Überlegen, haben wir das hier unten angebracht? Oder müssen wir den hier noch ein bisschen... Ich sehe es nicht, ich sehe es nicht. Ich bin da jetzt etwas irritiert bzw. überfragt, aber ich war der Meinung, wir hätten hier dieses System angebracht, was uns ja ein bisschen hilft bei der Ausbringung, dass das gleichmäßig, die Gülle gleichmäßig aufs Feld gebracht wird. So... Ja, wir hätten vielleicht doch über den Kalk gedüngen sollen, weil dann sieht man besser, wo man schon mal lang gefahren ist. So, Dele. Ja, und jetzt fahren wir doch übers Feld vom Kollegen. Aber wenn er es keinem sagt, dann sage ich es auch keinem. Ist auch nicht ganz so schlimm, er hat ja gekalkt. So. Ja, da haben wir also in der letzten Folge doch ganz schöne Großeinsätze gehabt. Wir haben gehäckselt und wir haben eben auch gedreschen, gedroschen. So ist es, glaube ich, richtig. Und jetzt geht es langsam aber sicher ja aufs Ende des Jahres zu und wir müssen hier so die letzten Arbeiten durchführen. Ich glaube, es kündigt sich schon so langsam auch der erste Schnee an. Runterlassen.
Jetzt wird es ein bisschen dunkel hier. So, aber ich denke, das Fass müsste eigentlich für diese Feldgröße reichen. Okay, jetzt fahren wir hier lang. Wunderbar. So, der Fan hat sich noch nicht gemeldet. Ich denke, der ist auch noch kräftig am Arbeiten. Und auf dem Feld müssen wir auf jeden Fall dann auch noch ein kleines bisschen nacharbeiten, weil da hat es auch so ein paar abgefressene Stellen. So. Und dieses Feld, jetzt sehe ich es gerade, das ist ja jetzt auch schon bearbeitet. Das wollte ich nämlich auch kaufen, aber da war noch irgendwie Pastinaken oder irgend sowas drauf. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das können wir uns sparen, weil die brauche ich nicht. Das tut mir dann immer im Herzen weh, wenn wir dann Feldfrüchte untergrubbern. Das heißt, dann können wir also das Feld jetzt doch bei Gelegenheit einkaufen und dann ebenfalls hier ein Grasfeld draus machen, weil aus den zwei Feldern will ich eigentlich so, Grasfelder machen, weil ich finde, das bietet sich hier optimal an. So, ich denke, das müsste es doch gewesen sein, oder? Schauen wir mal. So, hier und hier. Ja, da haben wir noch nicht, aber das passt soweit. Gut, ansonsten 55, 60. Okay, das passt soweit. Hervorragend. Dann fahren wir doch mal rüber zum Kollegen Fendt und schauen mal, wie weit er ist. Rüttel. So, und wie gesagt, dieses Feld hier, das hat es mir auch angetan. Sehr schön. Raps, das werden wir bald vom Fritz hier abkaufen. Ja, wir könnten natürlich jetzt auch hier anfangen. Das Maisfeld fällt mir gerade ein. Da könnte man natürlich hier auch auf dem Feld schon mal vordüngen. Ich würde fast sagen, dann lassen wir doch den Kollegen hier einfach mal stehen. So, schauen aber mal, wo ist denn jetzt der Fendt? Was macht der? Ja, der ist in den letzten Zügen. Hervorragend, das passt soweit. Sehr schön. Gut. Dann lasst uns mal kurz zum Hof springen. Wo ist denn eigentlich... Ach so, ja, genau. Den bringen wir jetzt erstmal zurück. Und dann würde ich nämlich gerne mal schauen, wie das jetzt mit dem Verkauf funktioniert. Denn so eine Option ist immer noch eventuell der IT-Runner, das IT-Runner-System. Ihr wisst es ja, auf der Neumini-Brunn habe ich dieses System auch eingesetzt. Wir haben es auch auf der Zilonka eingesetzt. Und ich bin der Meinung, damit werden wir uns eventuell leichter tun, als mit diesem Anhänger, der im Moment im Lager steht. Deswegen würde ich jetzt gern zum Ende der Folge noch ausprobieren wollen, wie sich wir uns denn mit dem Verkaufen der Produkte denn dann tun. Denn im Moment haben wir, glaube ich, das Lager ja voll mit Mehl. Das werden wir jetzt gleich checken. Bringen wir aber erstmal den Grubber zurück. Und dann würde ich nämlich eine Portion in Anführungszeichen Mehl verkaufen wollen, damit wir da also keine Lagerprobleme mehr bekommen. So, einmal hier rechts rum, bitteschön. Und mit dem Glas müssten wir das Material doch auf jeden Fall wegbekommen. So, jetzt überlege ich gerade, kriegen wir denn den Grubber auch theoretisch hier rein? Ja gut, auf der anderen Seite, wir müssen den, glaube ich, ausklappen zum Einladen, zum Einparken sozusagen. Okay. Sehr schön. Ja, jetzt muss ich mir das doch mal so angucken. Oh, das ist aber knapp. Das ist ein bisschen knapp. So, glaube ich, wird ein Schuh draus. Okay. Dann fahren wir mal rüber zu unserem Warenlager und checken mal die Lage.
So, da haben wir den Anhänger. Wo können wir dann das Ganze jetzt hinbringen? Das werden wir jetzt gleich mal prüfen. So, also wir schauen mal. Und zwar müsste voll sein mit Mehl 50.000, habe ich es mir doch gedacht. Wo verkaufen wir jetzt am geschicktesten Mehl? Mehl bringen wir am besten. Ich meine, es sind eigentlich relativ gute Zeiten, November. Also wir haben schon relativ gute Preise. Ah, gute Besserung. Wie Zentrallager S, Ankaufspreis. So, Landhandel. Das Bioledle. Ah, ja klar, das Bioledle. Das ist ja gleich ums Eck, ne? Aber da will ich jetzt eigentlich gar nicht hinfahren. Die Bäckerei 130, Knöpfle 129, der Landhandel 138. Der Landhandel? Wo ist denn jetzt der Landhandel? Stopp. Ich bin gerade etwas überfragt. Wo ist denn jetzt eigentlich der Landhandel? Markierung setzen. Also ich habe eine Ahnung. Ach, ja, logisch. Ja, dann bringen wir das zum Landhandel. Also, lasst mich mal auffüllen. Mehl, zack. So, der Anhänger füllt sich. Und da passen so, glaube ich, knapp 10.000, nee, weniger als 10.000 rein, ne? Und dann bringen wir das Ganze zum Landhandel, weil, wie gesagt, ich bin so ein bisschen skeptisch. Ich weiß nicht, wie gut sich das hier mit diesem Anhänger wirklich ausladen lässt. Das Transportieren ist ja kein Problem, aber natürlich das Ausladen, denn beim Bioledle, also sprich bei unserem Ledle, da weiß ich halt immer, dass er dann die Dinger nicht direkt ablädt, sondern immer nebendran schmeißt. Dann müssen wir das ganze Zeug wieder rüberschieben. Ah, das ist alles immer so ein bisschen Aufwand. So, mein Freund. Wir hängen hinten, ne? Ja, das war klar. Das war klar. Wir müssen ein bisschen ausholen. So, der Landhandel ist ja gleich ums Eck. Hervorragend. Dann machen wir jetzt endlich mal ein bisschen Geld auch wieder. Wir haben ja die letzten Monate eher einen Haufen ausgegeben und wenig eingenommen. Aber wie gesagt, über die Wintermonate bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir da richtig wieder hier an Geld rankommen. So, was macht er? Ah, sehr schön. Also so können wir direkt abladen hier über der Ausladestelle. Hervorragend, das funktioniert und bringt uns 18.000 plus 2.000 Umweltbonus, weil wir sind ja mittlerweile bei knapp 11%. So, Freunde, das soll es gewesen sein für diese Folge. Ich bedanke mich wieder recht herzlich bei euch. Und wie gesagt, wir werden weiterhin Videos machen. Wir werden weiterhin hier auf der Gallenberg unterwegs sein. Also keine Sorge. Ich sage bis dahin wieder bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao, cheerio, euer Badenfarmer.